Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Meine Damen und Herren, wir trauern um Gerd Lüttgert. Unser ehemaliger Kollege ist am Wochenende im Alter von 76 Jahren verstorben. Geboren wurde er am 27. November 1939 in Frankfurt am Main. Nach der Realschule begann er seine Ausbildung im öffentlichen Dienst. Seit 1957 war Gerd Lüttgert Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Der andere war auch Mitglied im Vorstand des SPD-Bezirks Hessen-Süd. Er war tätig vor allen Dingen in der Gewerkschaft in unterschiedlichen Funktionen bis hin zum stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hessen. Dem Hessischen Landtag gehörte er von 1970 bis 1995 an, 25 Jahre. Gerd Lüttgert war ausgewiesener Medienpolitiker, war Vorsitzender des für Medienpolitik zuständigen Hauptausschusses des Hessischen Landtages. 1995 wurde er Vorsitzender des Verwaltungsrates des Hessischen Rundfunks. Zuvor gehörte er bereits seit 1974 dem Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks an. Gerd Lüttgert war alle Zeit in besonderer Weise sozialpolitisch engagiert und ein ebenso engagierter Medienpolitiker, der den HR und den Hessischen Rundfunk in seiner Wirkungszeit von fast 40 Jahren nachhaltig geprägt hat. Alle, die ihn dabei begleitet haben, können das bestens beurteilen. Der Hessische Landtag wird ihm ein ehrendes Andenken behalten, bewahren. Wir trauern mit seiner Familie und wir trauern gemeinsam um einen verdienten Kollegen. Herzlichen Dank.